Ein herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten durch in einen neuen Tag, in einen neuen bewölkten Tag. Und zwar den 30. des Sommers. Nachdem wir in der letzten Folge grandios vergeigt haben mit dem Schaffest, meine Vermutung ist natürlich, dass wir, ja, die Schafe nicht hätten scheren dürfen am den Tagen zuvor. Ja gut, das wusste ich halt nicht. Man hätte sich's aber ahnen können. Naja, shit happens. Morgen gibt's wieder Sonne. Und wir haben soweit eigentlich alles, was wir brauchen. Oder? Ja. Ach, bevor wir es vergessen. Creakle! Du kannst heute mal wieder ein bisschen Unkraut entfernen. Falls du es überhaupt wirklich machst. Na dann. Wir schauen auch noch mal kurz hier. Oben ist ja nur noch das Mais. Aber der Mais ist nicht noch mal nachgewachsen. In Hoffnung, dass noch mal was kommt, aber naja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Morgen ist ja schon Herbst. Alter, wer klingelt denn jetzt schon wieder? Ich frag mich gerade die ganze Zeit, wer die ganze Zeit an der scheiß Tür klingelt. Egal. Sei es drum. Freut mich wieder, dass ich mehr Arbeit beim Schnitt haben werde. Egal. Gut, hier oben gibt es auf jeden Fall nichts. Gucken wir mal nach den Tieren. Tagchen, 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 Tagchen. Tag und Tag. So, wir haben drin noch ein paar Tiere. Oder wahrscheinlich, ja. Spirit. Du machst dich ja immer in die Scheune wieder zurück. Naja. Ja. Gönn dir heute mal einen Ruhetag. Gucken wir mal nach den Hühnern. Wir haben heute einen guten Tag erwischt. Ein ganz guten Tag. Tag, Marvin. Den nehme ich mal mit. Das sieht doch schon mal nach einem guten Ertrag aus. Gut. Hühner sind versorgt.
Schauen wir uns mal, wie es den Tieren sonst noch geht. Hoffen wir mal, dass das entsprechend beim nächsten Mal besser wird. So, dann gib mal Milch. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Gib Milch. Akzeptabel, aber nicht befriedigend. Gib Milch. Ja, ist befriedigend. Akzeptabel. Naja, sei es drum. Irgendwas, was entsprechend wir noch nicht eingereicht hatten. Wir haben jetzt auch den Spitzbutter einmal verkauft. Eine Sache haben wir hier nicht verkauft. Honig. Sonstiges. Probewolle, Wolle, Spitzwolle. Gibt's grobes Garn? Bestimmt. Dann noch die ganzen gefärbten Garen. Von denen hatten wir ja alle Ärzte. Was die anderen Fragezeichen sind, keine Ahnung. Gut. Gucken wir mal dann weiter. Die unten im Gasthaus dürften jetzt mittlerweile auch offen haben. Dachsche. Hi. Nicht einpennen. Wie geht's? Hey. Gwen. Bitte. Freut mich. Guck mal, was es unten sonst noch gibt. Weil wir haben ja hier unten immer noch unsere Teilplantage, die wir eigentlich noch ausbauen wollten. Und der wächst nicht. Schade. Aber hat er hier noch viel Platz?
Schade. Naja, gut. Hier haben wir noch ein paar Korallen. Die bringt zwar nicht sonst wie viel, aber die Masse macht's. Oh je, da ist hier jemand müde. Das gehört auch noch uns? Oh. Also wir haben hier auf jeden Fall viel Holz zum Fällen. Bisschen Absperrung haben wir auch schon. Okay. So, dann probiere ich jetzt nochmal eine Kleinigkeit. Von den Rezepten wieder mal aus. Das müsste doch wahrscheinlich so auch gehen. Oh ja. Orangenkonfitüre. Nice. Mehr Orangen haben wir erstmal nicht. Aber wir können auch heiße Milch machen. Steht jemand zufällig auf heiße Milch? Heiße Milch mit Honig, das wäre jetzt auch was. Die einzelne Orange. Lass ich mal kurz hier. Die Sachen tue ich mal kurz austauschen. Das Ei tun wir auch noch mal nach oben. Somit haben wir zwei Eier. Okay, Spaß beiseite. Immer diese Zweideutigkeiten. Und da ist jetzt jemand sehr müde. Würde aber nichts bringen, wenn ich jetzt die Milch trinken würde, deswegen. So, Konfitüre bringt 490. Jedoch glaube ich, die Orangen alleine bringen mehr. Genau deswegen wird es wahrscheinlich nicht viel bringen. Gib mir gewürztes Bratgemüse. Gewürzt. Danke dir. Könnte ich natürlich auch selbst kochen. Das Problem ist einfach nur, ich müsste halt entsprechend immer wieder Cayennepfeffer suchen.
Und auf die Dauer geht das nicht gut. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Orangen übrig. Können wir noch mehr Konfitüre machen, wenn wir Lust drauf haben. Ich glaube, hier würden sogar noch mehr Orangen fallen, wenn entsprechend das ganze Unkraut weg wäre. Deswegen tue ich gerade hier mal das ganze Unkraut entfernen. Weil die haben halt hier auch nur einen kleinen Radius, wo die entsprechend Orangen züchten können. Hier unten müsste aber auch eine Möglichkeit geben, noch mindestens einen Baum zu pflanzen. So viel Platz. Einer hätte doch bestimmt noch reingepasst. Egal. Wir haben sowieso schon genug Orangen. So. Hier haben wir das ganze Unkraut entfernt. Tun wir mal hier noch eben. Bisschen Holzhacke. Damit wir uns ja demnächst mal unseren Traum erfüllen können. Und ja, mit ausgerüstetem Werkzeug dauert es länger, bis man irgendwo angekommen ist. So, hier haben wir noch ein bisschen Energie zum Mitnehmen. So, wenn ich jetzt hier eine aufgeladenen hat er jetzt gezogen? Nochmal. Uff, scheiße. Zum Glück bleibt das Holz auch erstmal liegen. Ich glaube, beim ersten Mal hat er nicht richtig gezogen, deswegen hat er auch die Energie nicht abgezogen. Mit den Markierungen müssen wir auch noch weiter. Und so wie es aussieht, können wir sowieso nicht gut voran. Da muss ich wohl gleich nach... helfen die nächsten Tage. 200. Doch, die bringen schon was. Die orangen Konfitüre bringt schon was. Und zwar 90 mehr. Heißt entsprechend, wir tun jetzt hier ein bisschen Konfitüre kochen, auch ein bisschen für uns behalten. Das Einzige, was jetzt zum Beispiel nicht konkret klappen würde, wäre halt mit höherwertigen
Zutaten. Das bringt dann halt entsprechend nicht wirklich mehr Geld. Gut. Dann haben wir heute einiges nebenbei gemacht. Erster Herbst geht es jetzt in der nächsten Folge weiter. Wir haben am 9. das Mondfest. Nee, pack weg. Mondfest haben wir schon irgendwas notentechnisch. Mondschau haben wir noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt kurz oben auf meine Noten schaue. Mondfest, Mondfest, wo haben wir es? Ja, ich weiß schon. Dafür dürften die Vorbereitungen schon gefallen sein. Daher können wir geduldig abwarten, was passiert. Ja, Creakle ist okay. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und sage ciao mit Royal Chris Happy. Morgen geht es im ersten Herbst im zweiten Jahr weiter. Ich sage haut rein, ciao mit Wow und gute Nacht.